Jetzt geht's erstmal zum Friseur. Mal frisch die Haare schneiden lassen. Für 200 Baht kann man echt nicht viel sagen. Sind das 4, 5 Euro. Sieht nicht schlecht aus. Und jetzt fahren wir mal zum Wasserfall. Erstmal zurück zum Hotel, wo unser Roller steht. Und die Helme holen, genau. Mal flott tanken. Hier sind überall solche Stände mit solchen Flaschen hier. Eine Flasche kostet 40 Baht. Und jetzt wird der Roller erstmal vollgetankt und dann geht's weiter. Jetzt geht's ab zum Changfangfong Wasserfall oder wie auch immer der heißt. Chongfa Wasserfall. Vollgetankt, ich kann uns nichts mehr aufhalten. Ach du Scheiße, hier kommt ein Hubbel. Ah, au! Ja Leute, wir fahren jetzt immer mehr ins Landesinnere rein. Jetzt immer dschungeliger, immer natürlicher, immer ursprünglicher. Auf der Suche nach dem Changfa Waterfall. Sieht das nicht geil aus hier? Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht auf die Schnauze fliegen bei dem Schotterweg hier, weil der Roller relativ schnell wegrutscht. Bei heißen 34 Grad wird es erstmal der Dschungel durchwandert. Und ich bin am Kleben. Extrem heiß. Also das einzig Nervige hier ist ja, wie auch sonst überall im Urlaub, dass man sich vollkleistern muss mit Sonnenschutzmittel und Insektenspray. Und der ganze Körper klebt. Von wegen, uns kann nichts aufhalten. Uns war so schlecht nachher im Dschungel, wir konnten nur noch zurückfahren, haben gestern den ganzen Tag nur noch im Hotelzimmer verbracht, haben uns die Seele aus dem Leib gekotzt und ja, wir haben irgendwas Falsches gegessen oder getrunken. Aber jetzt geht es einigermaßen gut wieder und haben uns gerade einen Surin Island Trip gebucht im Hotel. Heute werden wir den Tag gemütlich angehen lassen und uns heute Abend nur noch den Sonnenuntergang anschauen. Und hoffen, dass es uns bald wieder gut geht oder besser geht. Die Sonne ist schon untergegangen, ihr habt es gesehen. War auf jeden Fall ein wunderschöner Sonnenuntergang. Und ich bin jetzt doch noch auf dem Weg ins Gym. Zu Fuß, weil wir den Roller heute schon abgegeben haben, gehe ich hier vorne ins Centara Hotel. Die Ausstattung ist zwar ein bisschen spartanisch, habe ich mir eben schon angesehen, aber sollte auf jeden Fall reichen. Zumindest ist es dort klimatisiert.
für heute. Der Tag ist für mich auf jeden Fall vorüber. Hab trotzdem extrem viel gegeben, hab alles gegeben, was drin war. Kompletten Körper trainiert. Und jetzt geht's nur noch ab nach Hause und dann ins Bett. Morgen muss ich auf jeden Fall fit sein für Surin Islands. Die kommen uns schon abholen morgen mit dem Bus um kurz nach 7. Das heißt, wir müssen um kurz nach 6 schon aufstehen. Und jetzt ist schon gleich wieder 10 Uhr, also ab nach Hause, schnell noch was essen und dann ins Bett. Wir sehen uns morgen wieder.